Okay, dem müssen wir helfen hier. Was ist denn los hier? Hier ist ja einiges passiert. Mach mich los, bevor mir die Geier die Augen auspicken. Ganz zu schweigen von den Wölfen. Ich sah sie gerade erst in den Büschen. Ich bin eine Söldnerin. Du musst wissen, dass ich nicht umsonst helfe. Boah, und du heftig. Siehst nicht aus, als wärst du in der Lage zu zahlen. Warte, hör mich an. Diejenigen, die mir das antaten, nahmen mir alles, was ich besaß und ließen mich hier zurück. In ihrem Versteck horten sie viele Schätze und Kostbarkeiten. Befreie mich und ich verrate dir, wo du sie finden kannst. Okay. Schnell, Söldnerin, mach mich los! Ach, verdammte Wölfe. So. Zwei auf einen Streich. Ich habe 54 Leder abgezogen. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Jetzt noch mit ihm reden? Du lebst und bist frei. Nun erzähl mir von der Belohnung. Diese Schweine nahmen mir meinen einzigen Besitz. Ein Familienerbstück. Ich habe das Amulett von meiner Mutter bekommen. Sie verwahren ihre Reichtümer in einer Höhle unter Wasser, westlich von hier. Wer ließ dich so zurück? Die Anhänger des Ares. Ich trat ihnen bei, weil ich mir schnellen Reichtum versprach. Doch die Opfer und das Morden, Söldnerin, es ist furchtbar. Ich wollte mich mit einigen ihrer Sachen davonstehlen. Und wurdest geschnappt. Du musst sie alle umbringen, Söldnerin. Sie sind wahnsinnig. Schon erledigt. Meinst du dieses Amulett? Was? Ja. Gibt es noch andere Wertsachen? Das Amulett wird reichlich? Nein, gib mir etwas anderes. Das geben wir ihm zurück. Das von seiner Mutter. Es heißt nicht Freiheit, weil sie nichts kostet. Du schuldest mir was für meine Hilfe. Wie wäre es, wenn ich für dich arbeite? Ich kann kämpfen. Das immerhin haben mir die Anhänger des Ares beigebracht. Nun, was sagst du? Du hast dich schnappen lassen. Du scheinst nicht gut zu sein, aber... Keine Ahnung. Irgendwelche Dinge, die ein anderer von meiner Crew machen möchte, die machst du dann. Also, eins. Gut, du arbeitest für mich. Ich weiß nicht, ob das was wert ist, aber besser als nichts. Dann stehe ich ab sofort zu deinen Diensten, wenn du willst. Aber nur, wenn du dich vorher anziehst. Ja, wirklich. Also, ich möchte keinen Nackedei auf meinem Schiff haben. So, ich gucke, was hier so alles aufploppt. Mach mich in der Zeit zum Posten. Mit nichts am Leib. Echt komplett nackt? Seh ich ein Tuch oder so vom Ding-Dong? Naja, ich habe mir gemerkt, Z ist das Schiffsmenü. So, Aya, Bayek, Epi und Evi habe ich dabei. Ja, voll cool. Es ist mega cool. So, Wind brauche ich am wenigsten. Speerschaden ist nice. Feuerwirkung der Pfeile, sehr brauche ich. Ausdauer der Ruder brauche ich gar nicht. Kraftgewinn beim Rammen. Also, Bayek brauche ich tatsächlich am wenigsten. So, gucken wir mal. Pandaros heißt der. Pfeilschaden, Schaden durch Brandpfeile. Der bringt mir mehr. Der bringt mir wirklich mehr. Holy shit. Jo, dann ist das. Ey, tut mir leid, der macht halt Schaden, ne? Und Schaden durch Feuer. Also, besser geht's nicht. Das war ein guter Gewinn. Sehr, sehr gut. Wenn das eine schlecht ist und du nicht weißt, was du davon... Wenn man dann kriegst, dann nimm das andere, ne? War das gut, erst war richtig gut. Das war mal mega. So, jetzt der Außenposten, dann sehen wir, was hier noch so alles in der Nähe ist. Also ein paar kleine Quests sind manchmal ganz nice, die richtig schnell vorbeigehen, sind ganz cool. Natürlich darf das Spiel nicht nur aus solchen Quests bestehen, so wie das vierte DLC von Borderlands 3. Ja, da mit Krieg, dem Psycho, wo jede Nebenmission direkt vor Ort quasi erledigt werden konnte. Ich glaube, bei einer muss man sich ein bisschen bewegen. Holy shit. Und ich komme hier nicht hoch! So. Let's go. Ist das krass? Nee, ne? Nicht so. Es hat öde. Ich mach trotzdem Screenshots so von der Seite so ein bisschen. So über die Schulter hinweg, weißt du? Dann ist das ganz okay.
So, was haben wir hier? Da unten ist die Schlacht. So, jetzt haben wir hier ein Gebiet, Oktopusbucht. Dazu gehört auch die Insel. Oder hier unten, da hat jemand das Bild des Tages, ist dieser Stier hier. Ah, wir gehen in die Oktopusbucht. Genau. Wir gehen hier erstmal geradeaus, laufen dann weiter. In die eine Richtung. Und schauen, was in der Oktopusbucht so zu finden ist. Und dann gehen wir runter zum Stier. Also richtig so den Spannungsbogen richtig aufbauen. So, ja, hier ist ein bisschen was. Wow, wow. So viele hier, weißt du? Kommt rein, zack. So, die letzten zwei bekämpfe ich so. Auch mit der Anhänger des Ares, die müssen weg. Brauchen wir nicht. Sind immer so geil mit dem Wegklatschen am Ende. So, dann lass mal sehen. Da ist ein Schätzelein. So, eine Tafel und zwei Gefangene. Die Gefangenen wurden selber markiert, aus welchem Grund auch immer. Scheiß Lutz. Kein Bock auf den. So, einmal aufschließen. Ganz schnell weg. Aufschließen. Ganz schnell weg. Ja, das sieht ja nicht wieder stacken. Oh, das tut mir leid, Steinbock. Ich dachte, du bist ein Lutz. Jetzt musstest du sterben. Aber du hast mir 7 Leder gegeben. Ich bin dir sehr dankbar. Ich wollte dich nicht töten. Das ist so ein netter Dingsbums. Da ist die Tafel auf dem Altar. Man hätte drauf kommen können. Hat man leider nicht so gut gesehen. Ach, 4 Uhr alte Tafeln. Kein Rätsel. Genau, ich verwechsel das immer. Und ich denke, das ist dasselbe. Ich glaube in die Richtung hier, ne? Ich guck nach. Nicht, dass ich in die falsche laufe. Das wäre fatal. Ja, guck mal, was hier alles passiert ist. Ich näher mich und schon, zack, sehe ich hier so viel. Ferdi. Oh, ah, da ist der Posten. Da ist er. So, genau hier, so ein Stall. Bleib da stehen. Da stehst du super. Jetzt blätter ich hier mit meinen stinkenden Mauken die auf den Fischen rum. Ja. Auf den Fischen hoch. Perfekt. Ja, so ein Fischerdörflen. Dörflen. Ich wusste nicht, was ich sagen wollte, ist wieder eine Mischung geworden. Aber nicht screenshot-würdig irgendwie. Ein Anführerhaus, jo. Und rein ins Heu. Richtig viel sogar. Nice. Mach, wenn das auch ploppt. Braucht Hilfe. Ich bin einfach so ein Ehrenmann. Ich hab dem Bürger einfach geholfen. Da war ein Eber in seinem Haus. Und mein Pferd ist hier auch, ne? Gut, dass ich vorbeigekommen bin. Oh, was willst du, Hexe? Hexe! Den Göttern sei Dank. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Stürme und die ungebändigte See haben uns heimgesucht. Poseidon ist erzürnt. Habt ihr es mit einem Opfer versucht? Ein einfaches Opfer wird ihn nicht besänftigen. Wir müssen ein Ritual durchführen. Doch das geht nicht ohne die zeremonielle Axt. Ach so. Nimm doch eine andere, komm, wir wissen sie. Hier gibt es hunderte Äxte. Nimm eine von denen. Nein, die Axt von Arkalohori wurde zu diesem Zweck gefertigt. Zur Besänftigung der Götter?
Der Götter? Meine Liebe, der Schwertfisch verfüttert mich an die Haie, bevor mich Poseidon erwischt. Schwertfisch? Wer ist das? Er will, dass wir jeden Monat dieses Ritual durchführen. Er allein gebietet über den Fischmarkt. Mehr kann ich nicht sagen. Niemand spricht über den Schwertfisch und kommt damit davon. Und wenn ich darauf bestehe? Dann bestehe ich darauf, dass du mir die Axt bringst. Du bestehst darauf? Nein, ich erbitte es. Und natürlich wirst du ausreichend Drachmen für deine Hilfe erhalten, Söldnerin. Let's go. Weißt du, wo die Axt jetzt ist? Bei Banditen. Östlich der Stadt ist eine Höhle. Wenn du dem Weg entlang der Küste folgst, wirst du sie sicher finden. Ich sehe mal nach. Und schwing sie nicht. Sie ist wichtig, eine zeremonielle Axt. Okay. Dann gehen wir mal zum Fischmarktherrscher. Und suchen eine Axt, wahrscheinlich in Form eines Schwertfisches. Hätte ich eher so einen Hammerhai genommen. Schwertfisch, hätte ich wirklich ein Schwert genommen. Da wären wir. Bau drücken, man ist fast direkt drauf, wenn man in die richtige Richtung läuft. Und jetzt drücken wir ein bisschen R und dann haben wir das Ding und dann laufen wir zurück. Fühlt sich manchmal richtig gut an, das hast du, easy, eben gemacht so. Was gibt's hier alles? Ein Schatz, ein Bandit. Ein Bandito-Anführer. Du warst nicht der Anführer. Sonst hätte ich jetzt gewonnen. Oh, das ist nice. Zack. Yeah. Da ist er. 4000, ey, zu geil. Das muss die Axt sein. Sie. Sieht nicht aus, als wäre sie zu gebrauchen. Wo ist der Anführer? Bis jetzt die luschigsten überhaupt. Zack! Gilt als heimliche Killserie. Okay. Ja gut, der erste, klar. Das macht Sinn. Aber wenn mich jetzt noch einen entdeckt hätte, ne? Wenn ich verkehrt hätte, dann kann es sein, dass es nicht mehr zählt. Führt mich das hin? Runter, okay, ja, da geht's gleich hin. Das ist kein Problem. Oh, guck mal hier. Nice. Geht's wahrscheinlich gleich auf die Insel. Dann gebe ich erstmal ab. Kommen Sie! Bleiben Sie hier! Ich habe gerade mein Pferd gesiezt. Brauchst du noch etwas, um die Axt zu finden? Hä? Wer ist dieser Schwertfisch, den du beeindrucken willst? Er bringt mich um, wenn ich rede. Ich töte dich, wenn du schweigst.
Der Schwertfisch hält den Fischmarkt in seiner eisernen Hand. Die Fischer müssen Gebühren zahlen. Wenn nicht, verfüttert er sie an die Haie. Verrate mir, wo ich den Schwertfisch finde. Ich weiß nicht, wo er ist. Seit Jahren hat ihn keiner mehr gesehen. Manche glauben, er wäre tot. Erst letzte Woche sagten einige Fischer, dass man einem Toten nicht länger Gebühren entrichten sollte. Rate, wer jetzt tot ist. Ich gehe das Risiko ein. Wo ist er? Er lebte beim Leuchtfeuer der Fischer im Norden. Du kannst es dort versuchen. Was sagst du? Wo finde ich den Schwertfisch? Warum hast du Angst? Warum fürchtest du den Schwertfisch? Das tut jeder, Söldnerin. Mit ihm legt sich keiner an. Einmal schnitt er einem Mann, der in seiner Anwesenheit nieste, einfach die Nase ab. Er hat einen guten Ruf. Und ja, hier, ich hab's. Die Axt bringt mir auf der Agora gutes Geld. Du kannst sie nicht verkaufen. Gib sie zurück, ich zahle. Nimm alles, was ich habe. Jetzt ist es meine Axt. Oh Gott, hier. Die Axt ist dein Eigentum. Nimm sie. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Danke, ich schulde dir mein Leben. Wir wollen mal nicht so sein. Die Axt ist hässlich und wird wieder den Inventarplatz wegnehmen. Dann nehme ich lieber die EP anstatt die Axt. Danke, dass du die zeremonielle Axt zurückgebracht hast. Ja, nichts zu danken. Sah hässlich aus, sah wirklich hässlich aus. So, hier ist noch eine Quest. Und ein Aussichtsposten. Octopus-Kackzeug. Widerlich. Stell den Schatz jetzt hier. Gibt ein bisschen EP, Leute. Was soll ich machen? Gutes Geschäft. Ja, ich helfe gleich. Der Posten ist so viel näher als gedacht. Den brauche ich. Mit der Sonne, ne? Mit der Sonne war es ganz nice, aber mit dem ekeligen Zeug da unten, widerlich. Sieht aus wie entnommene Chutulus. Oh, ins Wasser. Ich dachte, man springt da so einen Chutulu-Haufen da. Navigation im Wasser. Wieso wird mir das jetzt näher gebracht? Das muss da Sinn. Als wäre ich noch nie geschwommen. Als würde man hier unten von wo die Stufen Level 46 bis 50 sind, das erste Mal schwimmen. Wo der da hinten mal wieder wegläuft. Mal wieder wegläuft. Stehen! Du fehlst mir noch in meiner Sammlung. So schön looten, bis dahin ist der andere auch da. Komm schön hier runter. Ich spam schon mal 3. Zack. Oh, dann zum Holz. Und wieder zu ihm. Das ging nicht. Schade. Bam. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Söldnerhinweis plus 1. Also hör auf, da rumzuklettern. Eklig. So, Mädel. Jetzt die Quest, bitte. Hilfe! Da hilf! Was ist passiert? Mein Mann wird vermisst. Er ging gestern zum Fischen nahe Anaffe und kam nicht zurück. Ja, kann man nichts machen, ne? Dein Mann ist ein schlechter Fischer, wenn er auf dem Meer nicht auf sich achten kann. Er ist ein großartiger Fischer. Es geht um etwas anderes. Was? Piraten. Sie wurden erst kürzlich gesichtet. Ich sagte ihm, es sei zu gefährlich, aber wir brauchen das Geld, um den Schwertfisch zu bezahlen. Wer ist der Schwertfisch? Wie konnte dein Mann überleben? Ich rette deinen Mann. Schon geklärt. Aber nicht umsonst. Bitte, ich treibe das Geld auf. Bring ihn nur zurück.
Ich suche nach deinem Mann. Wo fange ich am besten an? Sein liebstes Fischgebiet befindet sich bei der Westküste von Anaffe, nördlich von hier. Wenn er lebt, finde ich ihn. Dein Lieblingsfischgebiet. What the fuck? 1475 Meter? Wisst ihr, wie weit weg das ist? Da muss ich rüberreisen. Leute, ihr seid ja krank. Verrückte Leute hier. Ja. Und sie sprang. So, hier auf den hässlichen Vulkaninseln, die immer noch schöner sind als die, wie heißt das? Wie heißt das gelbe Zeug jetzt nochmal? Irgendwas mit SCH. Das sind sogar die Dinger mit SCH. Scheiße. Schwefel! Das ist halt da, wo es ein Schwefel gibt. Aber wir sind da, wo das Schwefel ist. So, da kämpft ihr gegen Piraten, oder was? Kann ich den Überraschungsangriff starten? Kann ich da reingehen, alle drei? Ja, verketten. Einfach nur verketten. Dann kann ich auch nicht daneben schießen. Er ist auch noch ein Ziel irgendwie. Achso, aber er ist der Fischer. Deine Frau hat mich geschickt. Poseidon sei Dank. Die Piraten warten auf die Flut, um anzugreifen. Wir müssen sofort weg. Ich bring dich zurück nach Herakleion. Bin direkt hinter dir. Oh, ich dachte, wir teleportieren uns. Fischer ist auf deinem Schiff. Auf meinem Schiff? Auf meinem Schiff ist der Fischer? Wo liegt mein Schiff denn überhaupt an? Ich kann es einfach abgeben, weil mein Schiff nirgendwo anliegt. Ist einfach da. Ich war halt schon auf der Insel, habe mich hinteleportiert, ne? Das Spiel dachte, jo, der kommt mit seinem Schiff dahin. Ich finde das voll geil. Ja, richtig. Black Flag habe ich auch auf der ersten, nicht mal ersten richtigen Insel abgebrochen, ja. Weil das so geil war mit den Schiffen. Ich schulde dir so viel. Wie kann ich dir je danken? Mit einer Menge Drachen. Meine Dienste sind kostspielig. Ich, natürlich. Du bist jede Drachme wert, keine Frage. Ich hätte mehr, doch weißt du, der Schwertfisch hat seinen Teil bereits eingetrieben. Sehe mir die Gewässer bei dem Leuchtfeuer an. Okay, cool. Schwertfisch. Kapitel ist dann auch abgeschlossen. Ja, los hat. Eklig hier, einfach widerlich. Los weg hier.